So we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know. Jo Leute, Maxstar hier. Und heute spielen wir weiter geht's bei Farming Simulator oder besser gesagt Landwirtschaftssimulator 17. Natürlich weiter bei der Sonska Map. Das letzte Mal haben wir ja die Ballen in das Lager getan. Also da sind sie noch. Und heute schauen wir jetzt auch gleich. Ich wollte eigentlich, heute hatte ich vor, mal Tiere zu kaufen. Ich glaube bei Feld 35 oder 37 konnte man bei der anderen Map Tiere kaufen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und zwar schauen wir einfach mal. Ich muss schnell schauen. Ich kann auch schnell nachschauen, weil mir jemand auch mal geschrieben hat, wo man denn das genau kaufen kann. Ups. So. Ah, bei Feld 31 wäre es bei der anderen Map. Vielleicht finden wir es da auch. Wer weiß. Also das Feld 31. Gartencenter, aber dort ist ja das Gartencenter, das wollen wir ja nicht, ja. Schauen wir einfach mal weiter, was wir machen. So, schauen wir einfach mal mit dem Wagen, wie das denn so ist. Wir fahren einfach mal und prüfen mal, ob das wirklich stimmt, ob es da auch bei Feld 31 ist. Okay, also das Feld 31 ist schon ziemlich weit unten. Das muss man eigentlich schon ehrlich gesagt sagen. Oder wartet mal, Leute. Kann man es beim Händler kaufen? Okay, nein, kann man nicht, weil sonst würde das da stehen. Gehen wir einfach mal zum Feld 31 und falls wir das nicht in dieser Folge finden, dann muss ich mir das noch... dann muss ich noch schauen, wo man das findet, und dann werden wir heute einfach etwas anderes machen. Aber zuerst schauen wir genau, ob wir es wirklich nicht finden, weil vielleicht finden wir es ja. Wer weiß. So, die Karte da mal weg. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, Glocke aktivieren, wenn ihr keine Videos und Livestreams verpassen wollt. Und natürlich, wenn euch die Folge gefällt, ein Like da lassen, würde mich mega freuen. Und ich habe eigentlich den Livestream, wollte ich mit euch noch besprechen, und zwar den Überlebenmodus auf bei Endor geht es, beim Überlebenmodus auf Endor. Dort ist das Problem gewesen, weil wir ja keine gute Deckung gefunden haben. Und es ist so, also bei Endor hat man eigentlich, es gibt schon gute Deckungen, beim Überleben auf Endor. Das habe ich herausgefunden, und zwar, man muss auf ein Baumhaus, glaube ich, gehen, so wie ein Baumhaus, auf das höchste Baumhaus. Und dort ist man ziemlich sicher, weil zuerst habe ich so gedacht, nee, also Überleben auf Endor, da kannst du ja nirgends eine Deckung suchen, da kannst du dich ja nirgends verstecken und dich in Schutz bringen von den imperialen Truppen. Und deswegen habe ich einfach mal geprüft und habe auch darüber Videos geschaut, wie man den Überlebenmodus gewinnen kann. Ich weiß, ich schaue viele Videos ab, aber das war's wert. Weil dann weiß man ein bisschen mehr über Star Wars Battlefront und erfahrt auch mehr über Star Wars Battlefront. Das, muss ich sagen, war es wirklich wert, und ich würde das euch auch empfehlen, wenn ihr Star Wars Battlefront spielt, weil dann erfährt ihr sicher mehr. Oder am besten den Star Wars Film schauen.
Ja, das wäre noch besser. Dann kommt man noch ein bisschen besser raus. Gut. Also nicht unbedingt. Es hat schon ein bisschen einen Unterschied. Und zwar, ja, es ist ja nicht Spiel und Film ist ja nicht das gleiche eigentlich. Aber man kann sagen, etwas Ähnliches. Und ich habe übrigens dieses Wochenende, also am Samstag, habe ich mit Aristides und noch einem Kollegen Star Wars 1 angeschaut. Also, jetzt fragt ihr euch sicher, ja, Star Wars alt, das war ja 1, das war ja so alt. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich gar noch nicht alle Filme von Star Wars gesehen. Ich habe nur bis jetzt die Episode 7 gesehen. Ich habe auch mal ein bisschen, glaube ich, von 2 oder so gesehen. Ich glaube Episode 2, aber auch nicht so viel, weil ich bin nicht so lange Star Wars Fan. Ich habe die Interessen bekommen, weil, ja. Weil ich einfach mal irgendwie habe mich doch Star Wars interessiert wegen den Lichtschwertern der Jedi oder besser gesagt den Laserwaffen. Das hat mich ziemlich interessiert. So, wie es aussieht, haben wir immer noch nichts gefunden. Also, wenn jemand von euch weiß, wo die Kuhweide ist, also, oh warte, kann man da etwas. Also, wenn jemand weiß, wo die Kuhweide, wieso sage ich die Kuhweide? Wenn jemand weiß, wo der Händler ist von den Tieren, dann schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Also, würde mich mal noch ziemlich interessieren. Tut mir auf jeden Fall leid, dass wir jetzt, dass es nichts gebracht hat. Aber ein Versuch war es wert, sage ich immer. Wenigstens haben wir es versucht. Also irgendwo ist sicher der Tierhändler, da bin ich mir optimistisch. So, alles klar. Dann werden wir jetzt einfach mal das Mähwerk müssen wir auch noch holen. Okay, das Mähwerk haben wir. So. Ich wollte eigentlich zur Ballenpresse gehen und zwar. Ich wollte eigentlich Ballen testen, also Grasballen einfach mal alles an. Ich wollte mal anfangen, Grasballen zu pressen. Aber ob wir heute noch die Ballen wickeln werden, das kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich nee. Also wahrscheinlich nee. Werden wir die Ballen heute nicht mehr wickeln. Vielleicht, wir werden vielleicht in der nächsten Folge, also in einer anderen Folge von RSIZ, vielleicht die Ballen noch weiter pressen oder wir werden sie dann schon wickeln. Das werden wir natürlich auch noch nachschauen. Wir könnten übrigens, also wir könnten eigentlich die Ballen auch verkaufen. Diese da könnten wir auch verkaufen, aber eigentlich würde ich sie gerne so für die Tiere dann haben. Aber das ist doch gut, dann können wir wenigstens in dieser Folge wenigstens mal Ballen vorbereiten und dann irgendwann Tiere kaufen und dann haben wir schon Ballen zur Verfügung, also das heißt, dann haben wir schon Futter zur Verfügung für die Kühe, das ist eigentlich noch ziemlich gut. So, unser schöner Fendvario, der gefällt mir wirklich gut und eigentlich hat sich RS17 wirklich verbessert mit den. Eigentlich hat sich LS17 wirklich verbessert. Das muss man eigentlich ehrlich gesagt schon zugeben mit den Landmaschinen und Traktoren und so. So, jetzt müssen wir nur noch ein gutes Grasfeld finden, wo wir da. Okay, da eher nicht, weil da ist ja die Kuhweide, da können wir nicht reinfahren. Ich schaue jetzt mal schnell nach. Und zwar, also wir brauchen ein gutes Grasfeld. Also beim Händler habe ich gesehen, wir fahren mal zum Händler. Dort habe ich gute gesehen. Okay, alles klar. Fahren wir doch mal darauf.
dieser Checker sollte ja genug PS zur Verfügung haben. Allerdings hat er genug PS. Der macht das ja easy draufziehen. Das ist ja unglaublich, finde ich eigentlich. Gut, aber das ist doch eigentlich auch logisch. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal. Fangen wir mal da an. Jetzt müssen wir nur schauen. Nein, ich möchte die andere. Okay, wir müssen zuerst Gerät das mal wechseln. Okay, ich mache jetzt mal Mähwerk. Mähwerk senken. Gerät zuerst aufklappen. So, alles klar. Und hinten dran müssen wir pick up. So, alles klar. Dann haben wir das doch alles gut erledigt. Tu mir auf jeden Fall nochmals leid, dass wir die Tiere nicht gefunden haben. Also der Tierhändler kann ich leider auch nichts dafür haben. Ja, wir haben ja. Okay, mehren wir doch einfach mal zuerst da ein bisschen, bevor wir da zum zweiten Grasfeld gehen. Alles klar. So. Dann machen wir da mal okay. Mit Z glaube ich, genau. Ich muss mich umgewöhnen, bei RS15, da war es noch mit O. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Ich finde es eigentlich heute ein schöner Tag und ich finde es eigentlich heute ziemlich gut und ja. Da ist auch bei RS17 schönes Wetter, das ist doch super. Weil dann haben wir auch ideales Wetter zu, da bei LS17 Gras mähen. Gut, das können wir eigentlich auch bei Regen, aber nein, bei Regen würde ich, nein, bei Regen geht es nicht. Also gut, können schon, aber ich will ja nicht das Gras schmutzig haben. Wir wollen ja ein trockenes Gras. Ich hoffe, ihr hört mich gut, ich glaube schon, weil ich habe manchmal ein bisschen Störungen bei meinem Mikrofon. Man hört mich manchmal schlecht. Gut, mein Mikrofon war auch nicht gerade so ein besonders gutes Mikrofon, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also ich kann mir halt noch nicht so ein teures Mikrofon leisten. Ich hätte immer noch die Headset-Kopfhörer, aber es sieht ein bisschen, finde ich irgendwie ein bisschen komisch, wenn man da mit dem Headset-Kopfhörer und der Facecam aufnimmt. Gut, aber das ist so komisch eigentlich auch. Das könnte ich mal machen. Also freut mich auf jeden Fall an alle Leute, dass wir 43 Abos erreicht haben. Also vielen, vielen Dank an alle nochmals, Leute. Und Samstag, also Freitag und Samstag, wie immer wieder Livestream und GTA habe ich mir überlegt, vielleicht werden wir kein Stream von GTA machen, bis ich die Winrar-Datei mir leisten kann, weil damit ich mal mit euch Mod streamen kann. Wir werden einfach noch ein paar Missionen vielleicht erledigen bei Star Wars Battlefront. Was ich mir auch mal überlegt habe, das war, sollen wir mal einen Livestream machen von LS17? Wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, Leute. Also, ich würde sicher gerne mal einen Livestream machen, wenn das für euch okay ist, von LS17. Also, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Uiuiui, jetzt bin ich da schon zu weit gefahren. Ach, Max da. Konzentrier dich besser. So. Jetzt.
Also ich finde es eigentlich da zum Grasmähen, finde ich es eigentlich wirklich optimal und super. Muss ich eigentlich schon sagen. Obwohl, wir können auch mal ein Grasfeld säen, das wäre auch noch eine gute Idee. Also wenn ihr schon einen Vorschlag habt, was wir in der nächsten Folge, werden wir ja wahrscheinlich die Ball entwickeln. Großwahrscheinlich, also wir haben jetzt schon drei Ballen haben wir erst. Aber gut, das ist eigentlich gut. Wir müssen noch ein paar Ballen pressen, weil auf den Ballen, auf den Rundballen waren fast nur 8 Ballen drauf und wir haben jetzt schon 3. Also das heißt, wir brauchen noch 5 Ballen, bis wir genug Ballen haben für auf den Ballenwagen. So. Also jetzt kann ich mir, weil ich das Update heruntergeladen habe, kann ich jetzt endlich Mods herunterladen, Leute. Wieder für den LS17. Ich könnte auch bei Modo Mods herunterladen für den LS17. Bei Mod Hoster weiß ich eigentlich nicht, wie man Mods herunterladen. Dort kann man ja auch für Minecraft Mods herunterladen. So. Und unser Fan Wario ist immer noch schön sauber. Was für ein Glück. Aber er ist sicher ein bisschen schmutzig, denke ich, ist das sicher. Oh, einen Hochdruckreiniger müssen wir uns auch kaufen. Ich überlege mir jetzt gerade, das können wir eigentlich gerade machen, und zwar dabei platzierbare Objekte. Ich gehe mal nach Hause. Nein. Ich muss zu meinem Bauernhof. Okay, gut. Dann jetzt ist nur die Frage, sollen wir es beim Fuhrpark da vorne haben oder sollen wir es eher ein bisschen da haben? Setzen wir ihn doch mal. Also da finde ich ihn okay, wenn er da ist. Dann haben wir da Platz für die Fahrzeuge. Nicht, dass da noch etwas im Weg steht. Gut. So, dann haben wir das auch schon gelöst. Ich werde noch ein paar Ballen pressen. Und dann werde ich auch für heute die Folge beenden. So, alles klar, 100%. Okay, ich glaube, wir müssen noch, eigentlich ein paar Ballen müssen wir wahrscheinlich noch, aber machen wir jetzt einfach noch da ein bisschen. Machen wir jetzt noch eine Balle und dann werde ich diese Folge beenden, und wenn wir zu wenig haben in der nächsten Folge, dann werde ich vielleicht noch von da drüben ein bisschen Gras mähen und dann. Vielleicht haben wir jetzt schon genug, wer weiß, ich habe jetzt nicht gezählt. Eben, ist eigentlich auch egal. Gut, egal, eigentlich nicht so. So. Dann machen wir da noch. Ja. So. Kriegen wir noch eine Balle voll? Na, ich glaube nicht.
Ja, vielleicht schon. Jetzt denke ich ja, vielleicht ist eine gute Lösung. So. Ja, das wird völlig reichen, Leute. So. So. Ja, das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja. Und wenn ihr neu seid, eben wie ich gesagt habe, abonnieren, Glocke einschalten, nicht vergessen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und haut rein, Leute, und tschüss.